Hallöchen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zum Live-Video. Mein Name ist Mohammed und wir fahren heute gemeinsam ein Elite-Hotel besuchen. Wir haben Hoteltester dabei, zwei Stück. Einmal die Jasmin und die Emina. Und die Jasmin ist so groß, wie groß sie aussieht. Was ist Emina? Hamster. Ach so, sie möchte auch ihren Hamster, den sie heute ein bisschen spazieren gehen lässt. Ich zeige ihn später, okay? Emina? So. Und wir fahren jetzt gemeinsam zum neuen Hotel Stella Elite, Freunde. Das neue Hotel Stella Elite ist ein Hotel, das etwa 500 bis 600 Gästeplätze hat. Also Betten, sag ich mal. Es ist ein 5-Sterne-Hotel. Das 5-Sterne-Hotel ist mitten im Kumkel. Da fahren wir jetzt gemeinsam hin. Und wenn wir das noch schaffen, ich weiß jetzt nicht, ob wir das zeitlich schaffen, die antiken Münzen, die ich gefunden habe, werden wir dann abgeben bei der Gianna Marie. Ich habe schon Bescheid gegeben, wir haben über 15, 20 antike römerische Münzen gefunden. Die werden wir dann abgeben. Ich habe auch gefunden. Du hast auch gefunden, natürlich. Haben wir zusammen gefunden. Schaut mal, was für ein toller Sonnenuntergang. Heftig. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt mal das Dach auf. Jetzt machen wir Dach auf. Jetzt können wir besser sehen. Ja, jetzt mein Kopf kann auch. Richtig schöner Sonnenuntergang. Wir sind jetzt hier beim Kumkel Beach Hotel und beim Villa City Resident Hotel. Aber das musst du so machen, mein Schatz. Komm mal her, das musst du auch rüber machen. Genau, so muss das, genau. Jetzt ist Jasmin sogar größer als ich mit ihrem Kindersitz. Ein riesen Mädchen geworden, ne? Mhm. Na, kaktiniert ist Malinki. So. Jetzt geht's los gleich, wir müssen auf die rote Ampel warten. Mir war gerade aufgefallen, dass die kleine Maus nicht angeschnallt war. Das mache ich jetzt eben, die hinteren Sitzende. Kann passieren, dass in der schnellen Bereitmachung vergessen wurde. Ist aber jetzt erledigt. So, jetzt fahren wir Richtung... Nein, Kumkel. Also wir sind jetzt in Kumkel, aber wir fahren jetzt Richtung... Kumkel Zentrum, sag ich mal. Und jetzt ist genau die Sonne. Vielleicht sehen wir noch was davon. Und wir möchten euch das Hotel vorstellen. Das hat erst seit ein paar Tagen geöffnet. Und das haben wir schon ein paar Mal gezeigt, das neue Stella Elite. Warst du schon da? Ich war schon mal dort beim Live-Video. Ich meine nicht. Jasmin, du bist ja riesig geworden, ey. Schaut mal da hinten, wie schön. Ja, richtig schön. Ist sie noch rot? Sind die verrückt oder was? Okay. Nein, jetzt nicht rot mehr. Jetzt nicht mehr, okay. Freunde, bevor es grün war, ihr seid meine Zeugen. Hupen heißt, die machen düt, fahr weiter. Es war noch rot. So. So, hier ist das Paloma Ocean Hotel. Hier auf der rechten Seite ist das CFG Center Hotel. Und direkt da vorne sehen wir das Stella Elite schon. Man sieht schon die Spitze, also man sieht von oben das. Ist das ein neues Hotel? Das ist ein ganz neues Hotel. Und das hat richtig coole Fernsehzimmer. Vielleicht haben wir Glück, sehen das auch. Nein, nein, da gibt es keinen Hund. Meine kleine Tochter fragt, Papa, gibt es da Hunde? Leider nicht, mein Schatz. Weiß ich nicht warum. Auf jeden Fall, dieses Hotel ist seit ein paar Tagen neu geöffnet. Wir haben den, also die Phase des Aufbaus zusammen angeschaut im Livestream. Ja, wo die Zimmer gerade neu gemacht worden sind, wo die Lobby nicht fertig war. Und heute zeigen wir das zum ersten Mal, wie es richtig eröffnet hat und sogar schon ein paar Gäste drin sind. Dieses Teller? Dieses Hotel. Leer? Leer, nicht fertig heißt das.
Hier ist das Hotel. Din, din, din. Wow! Wow! Was sagst du zum Hotel? Ich kann nicht sagen. Das ist ein richtig schönes Hotel. Gefällt dir das vom Außen? Aber ich war nicht noch drin. Wollen wir rein? Völlig. Was? Was? Fünf Sterne, ne? Meine Tochter hat gerade die Sterne gezählt. So, jetzt machen wir das Dach zu. Hier darf man nicht parken. Doch, hier dürfen wir parken. Das ist okay, mein Schatz. Achtung, jetzt machen wir das Verdeck zu. Oh nein, mein Kofi, jetzt muss man. Ja, Leute. Achtung. So, ich bin gespannt, Freunde, wie das jetzt aussieht. Ist das Hotel? Ich war nicht auch da, Papa. Ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt, ne? Also jetzt so fertig, das Hotel anzuschauen. Wir haben die ganzen Bauarbeiten mitbekommen. Das ist echt interessant gerade. Oh! So, din, din, din. So, jetzt sind wir da vorm Hotel. Das Cide Stella Elite Resort und Spa. Mitten in Kumköy, neu eröffnet seit 2-3 Tagen. Wir haben die ganzen Bauarbeiten mitgekriegt. Zum ersten Mal an, was für ein Hotel das ist, ob es Ihnen gefällt, ob es uns gefällt. Wir schauen uns die Zimmer an, wenn wir können. So, hier ist der Haupteingang. Hier ist schon richtig schön. Der Eingang ist schön? Ja. Schon schön. So. Jetzt sind wir da. Merhabalar. Nasıl teknis karpis? So, merhabalar. Mohamed, merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sen nasılsın? İyi, Allah aşkına. Adınızı unuttum yine. Ahmet. Hier ist der nette Herr Ahmet. Er ist heute, netterweise hat er heute Zeit, um uns ein wenig vom Hotel vorzustellen. Wir haben das Hotel schon bestimmt ein paar Monate verfolgt, bevor es fertig war. Und heute ist es fertig und heute sind wir gespannt, wie es drinnen aussieht, die Dekoration, die Lobbybar, vielleicht die Zimmer, wenn wir noch können. Und jetzt geht's los. Let's go. Ja. Warte, vorsichtig, mein Schatz. Jetzt komm ganz schnell. Wow, richtig tolle Lichterdekoration, die Rezeption traumhaft schön, richtig modern, richtig so wie es sich für ein Elite-Hotel gehört. Merhaba, kolay gelsin. Richtig toller Eingang. Richtig, richtig schöner Eingang. Richtig tolle Belichtung, also ganz anders als es davor aussah. Richtig schön. Die Dekoration gefällt mir. Richtig schön. Licht kommt hier rein ins Hotel von dem Sonnenuntergang gerade. Da haben wir ein schönes Klavier, richtig schöne Atmosphäre. Das Klavier klingt richtig, wie heißt das? Richtig beruhigend und Urlaubsatmosphäre. Hier haben wir eine Bar. Jetzt gerade ist die Zeit, wo die Gäste auch langsam hochgehen, sich fertig machen zum Abendessen. Wann ist Abendessen? Akşam yemek saat kaçta? Yarım saat sonra, değil mi? Yarım saat sonra. Ungefähr eine halbe Stunde ist Essen. Jetzt machen die Gäste sich fertig. Dann zeigen wir auch das Restaurant, hoffe ich, wenn es klappt. Hier ist die Bar. Akşam yemek yarım saat sonra. Abi biraz daha 10 dakika sonra falan başlayacak. 10-15 dakika. Tamam. Hier kann man... Sehr gepflegt, sehr fein, sehr hübsche Barkeeper und Barfrauen. Oh, lecker, dann gibt es hier so leckere Torten. Emina, möchtest du etwas?
Makaroni. Emina, hast du Hunger? Makaroni. Emina? Emina, redest du noch mit Papa? Emina, Türkçe mi konuşacaksın? Oder bist du? Emina, möchtest du was? Jetzt nicht, okay. Was trinken? Soda. Soda, okay, wir fragen gleich. Bir soda alabilir misin lütfen? Plastik bardak varsa o da olur. Çocuk alacak ya. Karton var mı? Sağ ol. Ich habe gesagt, ein Kartonglas, falls es, falls die kleine Maus durchfallen ist. Hört man mich gut jetzt, Freunde? Wie ist der Ton? Ah, der Sound ist leise, ne? Ich muss den Sound kontrollieren. Nur, der Ton ist nicht so klar heute nicht. Aber man hört schlecht. Warte. So, wie ist der Ton jetzt? Soundcheck. So, wie ist der Sound jetzt? So, sieht sehr schön aus. Danke. Ist der Ton besser geworden? Einmal schreiben bitte. Jetzt müsste der Ton besser sein. Soundcheck. Besser, okay, super. Ja, Freunde, ich hatte gerade, sind wir rein, hatte ich erzählt, dass wir das Hotel seit 6 Monaten schon eigentlich beobachten. Beim Bauarbeiten und dass das jetzt seit 2-3 Tagen geöffnet ist. Hat wirklich eine sehr tolle Atmosphäre hier. Ich fühle mich direkt so wie in Urlaub. Hier nochmal die Danke schön, hallo, herzlich willkommen. Schön, das ist schön zu hören, danke. Danke, bei Ihnen? Schön, ja. Ich bin gerade live, winkt da einmal in die Kamera. Einmal winken. Hallöchen. Die ersten Freunde der Sonne sind schon hier. Schön. Schaut ihr unsere Videos auch öfter mal? Immer. Danke sehr. Jetzt bin ich stolz auf mich. Dankeschön. Der Hamster. Meine kleine Uhr. Schön. Kennt ihr auch? Danke sehr. Schönen Urlaub noch. Achso, wir laufen, oder da gehört es, wir zeigen eben die Ecke. Hier ist die Lobbybar, Freunde. Hier vorne ist eine schöne Bar. Personal auf jeden Fall, merkt man jetzt schon, sehr sympathisch, sehr, sehr viel Mühe gibt sich das Personal. Hier ist der Sitzort, ne, von Lobby und Kuchen und alles. Oh, hier sind schön auf dem Boden, wie zu Hause im Wohnzimmer sind Teppiche hier. Das gibt auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz anderes Feeling. Ich kann mir vorstellen, dass abends richtig schön die Lichter hier leuchten. Ja, sieht sehr schön aus. Dann geht es hier weiter. Dann hat man hier eine Terrasse, wo man auch schön den Sonnenuntergang, das Rote von Sonnenuntergang auf jeden Fall mitkriegt. Auch wenn man von unten das Meer nicht sieht, aber von oben sieht man das. Also ich finde es auf jeden Fall beeindruckend, als wir das erste Mal hier waren, da war das halt noch nicht so interessant eigentlich, aber jetzt merkt man, das sitzt, also das sitzt und ist wirklich schön. İlk zamanda belli değildi bu kadar güzel olacağını, şimdi baya baya harbiden güzel oldu. Müsait bir oda var mı? Standart oda. Müsait oda gösteririz. Bak teras falan çekecek mi? He? Aşağı kata mı inelim yoksa teras falan çekecek misin? Terrasse çekelim, terası da çekelim. Hier zeigen wir die Terrasse. Eine riesige Terrasse, wirklich ganz groß, wo jeder Gast auf jeden Fall auf der Terrasse sitzen kann. Schöne Farben, schöner Ausblick zum Sonnenuntergang. Tam zamanda geldik, güneş batında. Hier unten haben wir die Poollandschaft. Hier ist die Poollandschaft. Das Hotel ist nicht so ein großes Hotel, klein, aber fein. Kleines, schönes Hotel. Gefällt dir das, Jasmin, das Hotel? Ja? Ja? So, jetzt geht's weiter. Da haben wir... Nastja ist wie ein Chamäleon in die grüne Farbe. Da hat sich getan. Nastja, machst Fotoshooting?
Video. Das ist das Stella Elite, Freunde, neu eröffnet. Erst seit 2-3 Tagen geöffnet. Ja, da war... Hier ist die Rezeption wieder. Nicht über Messinger, da schreibt jemand über Messinger, hat mir jemand geschrieben. Nicht über Messinger schreiben, bitte. Schreibt uns, wenn, über WhatsApp an, weil über Messinger antworten wir gerade, also schon seit 2-3 Jahren, jetzt sage ich das immer, weil im Messinger, da kriegen wir 1000 Nachrichten am Tag, das kann keiner verwalten. Und deswegen über WhatsApp bitte schreiben. Nur über WhatsApp kümmern wir uns um die Angelegenheiten, die ihr habt. Aber es sieht echt toll aus, oder? Hä? Da vorne ist Wasser. Nasia macht ihr Videoshooting. Jetzt zeigen wir ein... Zeigen wir gleich... Wir machen das so. Wir haben jetzt die Zimmerkarte schon mal. Wir zeigen euch gleich, wie das Zimmer aussieht. Aber zuerst schauen wir, was es noch so im Hotel gibt. Allerdings, da das Internet von draußen ist, was ich nutze, nicht das Hotel-Internet, sondern von draußen nutze ich Internet, kann das in einigen Räumen unten zu Dings kommen. Wie heißt das? Dass das hängt. Hier ist jetzt gerade, dass es neu geöffnet ist, kommt hier noch Geschäfte rein. Da du kann halt Gellecheck, ne? Ja, hier ist Friseur. Hier kommen aber noch Geschäfte. Brillengeschäft gibt's hier. Fotograf. Foto. Ja, da war. Und hier ist das Restaurant. Jetzt gehen wir zum Restaurant hinein. Ist halt erst in halbe Stunde geöffnet eigentlich. Jetzt wird's alles vorbereitet. Ja, da war. Hier haben wir die Brotecke. Hier wird Brot gemacht. Kollegessen. Ja. Sehr sauber, sehr fein, sehr auf jeden Fall schönes Design, sag ich mal. Man sieht die Ordnung hier, super schön. Hier macht er kleine Pizzen werden gemacht. Und dann gibt es hier mit viele andere verschiedene Belege. Tabi. Lass den Tito Pool. Heidi. So, dann haben wir hier, das Essen wird vorbereitet. Nasser, geh zum Pool. Wo ist der Kleine? Ah, du hast den nicht. Okay, super. Nun, ich habe gesagt, die Kinder sollen hier nicht mit den Hamster im Küche rumlaufen. Die müssen jetzt am Pool warten mit Nastia. So, hier haben wir richtig schön türkische Küche. Schaut euch das mal an. Aubergine mit Hackfleisch gefüllt. Das ist richtig türkisch. Aber hier kommt noch ganz viel Essen rein. Das ist jetzt nur... Deswegen hältst du das bitte? Jetzt kommt noch anderes Essen. Das wird jetzt vorbereitet. Erst in halbe Stunde kommt das alles hier hin. Dann, wir können jetzt nur das sehen, was schon mal hier gezeigt wird, sag ich mal. Wow, Freunde, lecker. Das sind türkisch eingerollte Reis. Also das ist so... Wie heißt es? Türkisch Essen? Sarma heißt das. Sarma, Yaprak Sarma. Hier gibt es richtig schöne Fisch. Hier gibt es Lachs sogar. Also man sieht auf jeden Fall, hier gibt es viele verschiedene und auch Luxusgerichte, sag ich mal. Alles super dekoriert. Man sieht, dass es auf jeden Fall eine Top-Küche ist hier. Halbe sind çok güzel ya. Ben çok otel geziyorum ama halbe güzel. Gerçekten hoşuma gitti yani. Richtig toll Mühe gegeben hier. Richtig tolle Dekoration. Hier haben wir so normale Salate. Und hier wieder so ein bisschen Special. Eine riesige Auswahl. Thunfisch gibt es sogar hier. Hier haben wir dann so kleine Nebenbeilagen, was man beim Salat rein kann. Salatsoßen,
ganz, ganz viele. Da kommen auch noch die Namen hin gleich. Nur wir sind ein bisschen zu früh. Bis Elken Gelde mit sich in der Adel fallen Jochterin. Jeden Mittag hat Schwert immer. Jeden Mittag, ja. Jetzt gerade noch in Vorbereitung. Sehr schön. Wer da war? Zahle. Sehr, sehr schön. Also ich sehe echt, dass es das Hotel hat sich auf jeden Fall Qualität vorgenommen. Also richtig, es wird hier gleich noch alles mit Essen bedient. Das sind noch 20 bis 30 Minuten, bis es losgeht. Hier haben wir dann Sitzplätze, viele verschiedene für große Familien. Nachher werden die Lichter natürlich angeschaltet, sobald die Gäste reinkommen. Hier haben wir dann so für Zweierplätze. Dann wer draußen essen möchte, gibt's auch. Da vorne geht die Sonne unter. Wir fliegen heute Nacht. Ich freue mich schon so auf eine Woche Auszeit. Schön. Hier haben wir die Poollandschaft. Ja. Und dann haben wir so einen Wasserfall am Pool. Das ist der Altar, die Altarbar. Altar. Hallo. Hier haben wir richtig schöne Wasserfall. Man kann hier an der Bar dann am Tage was bestellen. Hier sind Sitzplätze an der Bar. Ja, und dann hier haben wir die Poollandschaft. Reicht auf jeden Fall, um seine Bahn zu schwimmen. Richtig schön finde ich das mit dem Wasserfall auch. Richtig tolle Idee. So dass man wirklich ein geniales Urlaubsfeeling hier hat. Jasmin, spring mal ins Wasser. Heide. Doch. Kalt? Richtig schön, ja. Hier kann man dann seine Liegen hat man hier schön. Und dann da oben gibt es auch Liegen, wer ein bisschen mehr ruhiger möchte oder ein bisschen Abstand. Da oben gibt es hier, da hinten gibt es welche. Dann hier draußen sind noch Sitzplätze fürs Restaurant auch, wer möchte. Hier haben wir dann draußen Sitzplätze zum Essen. Auch, ja. Und dann hat das Hotel natürlich noch einen Wellnessbereich, Sportsalon, ja, Fitnessstudio, Wellnessbereich. Nur bei diesem Bereich, wenn ich da jetzt mit Handy hingehe, dann verliere ich die Verbindung gerade. Miki Dexter, das war lustig, was du geschrieben hast. Jetzt werden wir zum Zimmer gehen. Jetzt gehen wir ins Zimmer. Habt ihr Fragen zum Hotel? Könnt ihr gerne fragen. Jetzt, wo ich vor Ort bin, kann ich dann auch gerne fragen den Chef. Wollt ihr im Oktober buchen? Danke. Gleich. Merhaba, natürlich wissen. Hallo. Sesam, öffne dich, den Dredin. Teşekkürler, Dankeschön. Wann wird der Strandbereich eröffnet? Wirklich erst ab 1.4. Ich frag mal. Sein würde man erstmal als Schlür? Sein 5-6 Wochen. Bir hafta. Etwa in einer Woche, innerhalb von einer Woche wird der Strandbereich geöffnet. Schon das Saison war, das sein, ne? War. Okay. Innerhalb von einer Woche etwa wird die Bar auch eröffnet. Aber Liegen und alles sind natürlich schon da, aber dann wird die Bar noch eröffnet. Wie viele Gäste sind im Hotel? Jetzt gerade sind nicht so ganz viele Hotel, weil es halt neu eröffnet ist. Ich denke so um die 50 bis 100 Gäste. Schon da kann ich mich sagen, weil ich auch hatte. Elle ist ein. Tamam. Jetzt sind gerade etwa 60 Gäste im Hotel. Lamba var mı?
Jetzt sind gerade etwa 60 Gäste im Hotel. Und natürlich sind Reservationen jetzt da, dass das Hotel jetzt auch gut voll wird. Hier haben wir ein à la carte Restaurant. Hier müsste à la carte sein. Ja, hier haben wir, ich glaube, à la carte, ne? À la carte Restaurant. Türkische, osmanische, türkische à la carte Restaurant. Sehr schöne Lampe. Das ist das Stella Elite Hotel, Freunde. Das ist seit 2 Tagen geöffnet. Gleich zeigen wir euch das Hotelzimmer. Hier haben wir das Fischrestaurant. Das finde ich auch sehr schön. Müssen wir eben Licht anmachen. Das à la carte Fischrestaurant. Wir gehen so. Das ist mein Restaurant, Freunde, meine Lieblingsecke. Gibt es 24 Stunden Bar? Ich frage jetzt mal, wie die Bar abläuft, wie die Regeln sind, wie das Hotelkonzept ist. Heide! Wie viele Zimmer gibt es? Ich frag mal. Ein Cut oder was? 235 Zimmer gibt es. Also man kann dann rechnen mit etwa 500 elle altüskische. 500, etwa. Ha. Genau, das Hotel ist plus. Plus 16, also Kinder dürfen hier eigentlich gar nicht hinein. Plus 16 ist das so. Und das hat 500. Etwa 500 Gäste passen in das Hotel. 500, also das Hotel hat 500 Betten. Und genau. So, das Internet muss jetzt gerade arbeiten. Aha. Wer ist denn da oben? Hallo! So, jetzt Verbindung wieder da. Jetzt sind wir gerade. Kaçıncı kattayız? Auf der 3. Etage sind wir, Freunde. So sieht der Flur aus. Richtig schön sauber und neu. Ja? Und jetzt zeigen wir euch ein Zimmer. Wir sind jetzt gerade bei der 1309. Und gleich fragen wir auch das Konzept vom Hotel, wie es ist mit den Zeiten des Drinks und so. So, hier ist das Zimmer, Freunde. So wie jetzt aussehen, so ist euer Zimmer. Das ist ein Standardzimmer. Standard oder Dimmer, Brasse? Das ist Standardzimmer, Freunde. Gefällt dir das, Jasmin-Zimmer? Ja? Das gefällt ihr, sagt sie. Hier haben wir den Fernseher. Also hier haben wir den Fernseher. Das ist ein Spiegel und Fernseher drin. Wenn man den Fernseher anmacht, dann sieht man den Fernseher richtig. Aber so ist es wie ein Spiegel. Jetzt in der Kamera sieht man das bestimmt nicht so gut. Das ist also einer der neuesten. Ha, genau. Hokus Pokus, da haben wir den Fernseher. Wie perfekt hat das denn nicht? Oha, was hast du denn gefunden? Was hast du gefunden? Hast du das gefunden da? Ja. Alabilir mi bir tane? Tamam alsın sıkıntı yok. Yeniden koydururum. So. Hier ist der Fernseher. Wieder. Hier haben wir den Fernseher. Ja?
Also wenn man jetzt in echt guckt, sieht man den Spiegeleffekt gar nicht. Aber jetzt mit der Kamera sieht man das so leicht. Also wenn man in echt guckt, ist es super gemacht. Ja, man kann ganz in Ruhe Fernsehen gucken. Und hat sogar einen Spiegel dahinter. Dabei. So, jetzt zeige ich euch das Balkon. Wow, jetzt die Sonne gerade untergegangen. Schaut euch mal diese Aussicht an. Ich finde, dass das ein großer Balkon ist, ziemlich. Ja, also ist kein kleiner Balkon auf jeden Fall. Ja, also hier hat man zwei Stühle, aber man hat da noch Platz, wo man auch theoretisch zwei Stühle hinpacken könnte. Theoretisch reicht der Platz. Und dort hinten nochmal. Ja, ist nicht so ein ganz kleiner, also ist kein so kleiner Balkon, ehrlich gesagt. Da hinten geht die Sonne unter gerade. Hinter den Bergen ist jetzt untergegangen. Da hinten ist das Meer. Das Meer müsste etwa 300 bis 400 Meter etwa entfernt sein. Und dann gibt's dann gibt's einen Shuttle, der fährt. Alle 15 Minuten müsste der fahren und im Sommer vielleicht noch mehr. Alle 5 Minuten, glaube ich, dass er dann euch zum Strand fährt. Ja, und die Lage ist auf jeden Fall super. Ihr seid direkt in Kumkö drinne. Ja. Da ist das Miramare Queen und daneben das Miramare Beach Hotel. Also man kann auch von hier vom Balkon traumhaft Fotos machen, finde ich. So. Hier haben wir dann auch zum Aufhängen. Ja, eure Badehosen aufhängen. Handtücher. So sieht das Zimmer aus. Hier ist das Badezimmer, kann man aufmachen oder zumachen. Wenn man beim Duschen zuschauen möchte, kann man aufmachen die Gardine. Papa, guck mal. Was denn? Hier muss man mal drücken, dann kommen. Achso, hier kann man drücken und dann, da sagt man Bescheid halt, ne? Wenn man vor der Tür, ob man halt möchte, dass jemand reinkommt oder nicht, kann man dann zeigen. Es wird täglich natürlich aufgeräumt. Hier haben wir das WC. So sieht das Badezimmer aus. Auch richtig schön, mit sehr vielen Extras dabei. Ja. Animation war im Hotel schon, ne? Es gibt auch Animationsteam hier und dann regelmäßig Abendshows. Die Schalwander Show, gell, oder? Die Schalwander Show. Es kommen auch von draußen große Shows wie Afrika, dann Kuba Show, dies, das, etc. Gibt es auch viele Shows, ne? Sehr moderne Dusche, groß genug für jedermann, ja, so sieht es aus, sehr sauber und sehr, sehr neu, alles sieht man. Dann hat man hier eine Minibar, wo gerade die Emina schon alles rausgeholt hat, wow, da gibt es dann halt Bier, FS, Coca-Cola, Fanta, Soda, Wasser, so was man eigentlich alles braucht, sag ich mal. Und dann gibt es hier Kaffee, Wasserkocher. Chips sogar, habe ich das erste Mal gesehen. Ike's Golden Chips oder was? Habe ich noch nie gesehen. Hier haben wir dann Schrank. Eigentlich wie in jedem Hotel. Das gleiche eigentlich, Standardgrößen sind es fast immer. Haben wir einen Tresor hier. Ja. Genau. Dann gibt es hier noch einen Schrank. Und das ist jetzt ein Standard, oder? Man hat Standardzimmer. Man hat wirklich genug Verstauplatz, ohne dass das irgendwo im Flur rumliegen muss. Super. Toll gemacht, das Zimmer. Hallo? Schlaf, geh hin, schlaf. Jetzt frage ich mal, ist das im Preis mit drin, die Minibar? Das ist alles mit im Preis dabei, natürlich, die Minibar. Große Familienzimmer zeigen für 5 Personen, bitte. Welchgeschellig Familie oder war mal? Eine oder? Welchgeschellig? Ja, Süd oder verebilirler veya iki ayrı oda verebilirler. Ha, iki ayrı ya da Süd. Eine oda kaç kişilik? Yani 3 kişi kalabilirler. Ekstra yatak atılabilir. Hı hı. 3, 2 ha, büyük oda yok değil mi böyle ama? Yani şey var ama artı 16 konsept olduğu için çok fazla yatak atmazlar. Ha, değiştirmek, dizaynı değiştirmek. Freunde, da das ist ja ein Hotel plus 16 ist das. Plus 16, deswegen so viel kommen Betten nicht dazu. Dann ist es meist so, dass man eigentlich 2 Zimmer nimmt dann. 2 Zimmer bekommt man dann. Gibt es Strandtische?
Strandtisch, tabi. Sahilde masa falan var değil mi? Hep. Natürlich, das zeige ich euch. Onu başka bir gün göstereceğiz inşallah, sahil bölümü. Haftaya genau. Gelirsen haftaya gösterelim onu. Tamam. O zaman bitmiş olur sahilimizde. Tamam, nächste Woche zeigen wir den Strandabschnitt und die Bar. Und das Konzept, içecek konzept nasıl mesela? Saat kaça kadar inklusiv? Soralım tabii ki. Aşağıda bir fragen gleich unten. Wir wollen jetzt auch nichts Falsches sagen. Tabii her şey. Bütün bölümlerde içecek servisi var. Tabii. Marmor. Das Mama. 16 plus, dann wahrscheinlich keine Minis. Ja, keine Minis, keine Kinder. Was hat denn jetzt gerade gepiept? Ah, ja. So. Null, ne? Ist der Firma? So, und die Null ist dann... Jetzt geht Internet weg, wir sehen uns dann gleich wieder. Einen Moment. TV'nin içinde de varmış. Yapabilirsiniz yani siz. Gibt es auch Einzelzimmer? Einzelzimmer, das sind also die normalen Zimmer gerade. Das, was ich gezeigt habe, ist Standardzimmer. Das ist halt auch ein Einzelzimmer. So, hier haben wir jetzt die Bar nochmal, die Lobbybar. Hier ist das die Rezeption. Und jetzt fragen wir mal bis zur Rallum. Jetzt fragen wir einmal nach, bis wie viel Uhr ist es kostenlos, die Getränke. Also ich sage euch so, ich habe schon mal das Gefühl, wenn ihr wirklich Urlaub macht hier, ihr werdet hier sehr, sehr gut empfangen. Ich sehe, wie sich hier alle Mühe geben. Hallo! Da haben wir Freunde der Sonne. Hallo, Freunde der Sonne. Ja? Abi veririz birazdan. 24 saat bütün içeceklerden, kokteyllerden listedeki bütün içecekleri 24 saat boyunca isteyebiliyorlarmış. Hepsi, kokteyl bile. Evet. Also Freunde, 24 gece de mi 3'te? Tabii. İstedikleri zaman gelip içebiliyorlar. Super. Also 24 Stunden, Freunde. Die Bar ist 24 Stunden geöffnet und 24 Stunden kostenlos, also inklusiv mit dem Preis dabei, gibt es dann auch die Cocktails, 24 Stunden lang alkoholische Getränke. Bu içecekler var değil mi? Tabii. İçinde. Diese Alkoholgetränke, was ihr dort alle seht, sind alle dann mit inklusiv mit dem Preis dabei. Und dann 24 Stunden und sogar Cocktails gibt es 24 Stunden. Super. Und dann Service da var değil mi? Pool da var mı? Am Pool gibt es einen Service und hier auch an den Tischen natürlich wird es gebracht. Hä? Sodan mı? O gitti, Yasmin içti. So. İçer misin sodan abi? Sağ ol. Meine kleine Maus möchte noch ein Mineral Wasser. Jetzt sind die Lichter schon ein paar an. Da. Jetzt gleich Abendessen. Also die Preise vom Hotel weiß ich nicht. Das sind ja auch immer verschiedene Anbieter, Freunde. Aber was ich auf jeden Fall denke, ist, dass ihr, wenn ihr hier einen Urlaub bucht, nichts falsch machen könnt. Der Strandabschnitt ist super schön hier. Es sind 300-400 Meter bis zum Strand zwar, aber es gibt einen Transfer, der regelmäßig dorthin gebracht wird. Ich bestelle mir mal einen Tee. Wir müssen jetzt den Tee abchecken. Wenn du Bichai Ichim, vielleicht morgen. Hier haben wir den Animationmanager. Hallöchen. Schön, ja. Şimdi kaç kişisiniz ekipte şu anda? 5 kişi bile. Super. Jetzt gerade sind sie 5 im Team. Und pazardan hariç her gün Animation var. Außer Sonntag, ne? Außer Sonntag ist jeden Tag Animation da, die ihnen auch weiterhelfen kann. Können Sie auch Deutsch? Ha, super. Super schön. Er spricht auch sehr gut Deutsch. Dankeschön. Sal. Sehr netter Animation. Biz bir çay içeceğiz. Biraz sohbet edeceğim, sorulara cevaplayacağım. Tamam. Ondan sonra vedalaşırız. Şurada lobi barda oturacağım. Geç otur, ben söyleyeyim. Sağ olun. Çay hoşçet. Çay? Çay, okey. Yasmin, willst du auch was trinken? Sağ
Tamam. Müdür, ben iki çay rica ediyoruz. Teşekkürler. Komm mit, Jasmin. So, jetzt lese ich ein paar Kommentare durch. Ich finde es schön, hier zu sitzen. Ich bin echt gerne hier jetzt gerade. Ich weiß nicht. Wo setzen wir uns hin? Hier ist okay. Und ich mache so, warte, Jasmin, das ist Papas Platz. Wir sitzen dann zusammen. Warum? So, jetzt müssen wir ein bisschen lesen und gucken, was die netten Freunde der Sonne sagen. So, Freunde, wie hat euch das Video bis jetzt gefallen? Ich hoffe, dass ihr ein paar Antworten bekommen habt. Wie gesagt, das ist einer der neuesten Hotels, die jetzt gerade eröffnet worden sind, hier in der Region Siede, bei uns. Und jetzt werde ich auf ein paar Fragen eingehen und ein bisschen auch sagen, was ich persönlich von dem Hotel halte. Also von dem, was ich jetzt auch erlebt habe hier. Ich habe halt das Essen nicht probiert, aber so ein wenig weiß ich schon, vom Aussehen her, wie viel Mühe sich gegeben worden ist und wie viel nicht, bei welcher Sache. Ich bin ja in wirklich über, bestimmt schon über 150 Hotels hier in der Region gewesen. Und da denke ich, dass ich schon auf jeden Fall ein bisschen einschätzen kann, wie das ist. Auf jeden Fall, jetzt habe ich mir erstmal einen Tee bestellt, das ist schon mal ganz wichtig, wie der schmeckt. Wenn der Tee gut schmeckt, Jasmin, das tut nicht weh tun, bitte, okay. Ich habe den Kindern erlaubt, so eine halbe Stunde mit den Hamster in der Hand spazieren zu gehen, weil sie das so lieben. Aber man darf nicht zu viel, ne? Nein, Schatz. Mein Hamster hat schon ein bisschen Angst. Mhm. Auf jeden Fall, bald sind wir dort gebucht, haben wir, nachdem wir deine Videos verfolgt haben, Dankeschön dafür. Ich danke. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe gerade 4 Gäste dort gesehen und den Eindruck von denen, im Gesicht eindrückt, wie sie dort sitzen, also wirklich so super, als ob ihr Urlaub super läuft. Glücklich sahen sie auch, sehr zufrieden, sehr motiviert, ja. Das war auf jeden Fall schon mal wichtig. Das Personal hier, ich habe mir wirklich also jedes einzelne Personal genau angeguckt. Genau heißt jetzt so wirklich so ein bisschen tiefer reingeschaut, sag ich mal. Und mir ist aufgefallen, sehr, 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 sehr gepflegt, sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr, ja, ist das sehr schön, sehr sympathisch, sag ich mal, ne? Und das heißt schon, dass das Hotel wirklich sehr, sehr viel Wert darauf legt, dass es einen guten Namen bekommt, ein Qualitätshotel wird, auch in dieser Region. Gibt es auch Zimmer mit 3 Betten? Ich habe gehört, also, dass man dann noch ein Bett dazu macht und es gibt auch Suite-Zimmer. In vorherigen Videos habe ich das mal gezeigt gehabt. Ich habe jede Zimmer gezeigt. Die Arten an Zimmern, was es gibt, hatte ich alle gezeigt gehabt. Ciao, ciao, ihr Lieben. Bis morgen. Ciao, danke. Und lässt wäre ja schön, wäre ja auch schön. Jetzt schön, schon toll werden für September buchen. Ja, dann die Lage des Hotels. Das ist jetzt halt sofort in Kumköy. Was heißt das? Einkaufszentrum ist vor eurer Nase. Ihr müsst nicht irgendwo erst hinlaufen. Direkt aus dem Hotel raus einkaufen. Unser Büro ist nicht weit weg, Freunde. Wir sind nicht weit weg. Wir sind etwa 200 Meter entfernt. Der Strand ist 300 Meter entfernt. Es gibt einen Transfer dahin. Die sonst halt, wenn man nach Manavgat ziehen möchte, sieht es etwa 8 Kilometer entfernt. 8 Kilometer ist Siede entfernt von hier. Und Manavgat ist etwa 14 Kilometer entfernt von hier. Und der Strandabschnitt von diesem Hotel ist auf jeden Fall ein sehr schöner Strand. Das ist der Strand von Kumköy noch, Ende Kumköy, Anfang Evrenseki. Dort, wo auch das, welches Hotel ist da? Das Sidemare Beach Hotel. Sidemare Beach. Dieser gleiche Strandabteil, das heißt, wenn ihr ins Wasser läuft, es geht nicht prumps nach unten, es gibt keine Felsen im Wasser. Es geht richtig, richtig schön rein. Corinna Müller, es geht hier um den Privatleben. Ich würde mich auch interessieren, Weihnachten und Silvester geöffnet. Das können wir gleich einmal fragen, den Chef. Aber ich denke mal schon, weil ich glaube, das Hotel arbeitet auch für europäische Gäste. Pardon.
Yılbaşı açık kalacak mı acaba otel? Açmayı düşünüyor musunuz? Ne zaman? Yılbaşı. Tabii. Genelde 12 ay açıktayız. Tamam. 12. Also 12 Monate geöffnetes Hotel. Also das Hotel wird auch im Winter geöffnet haben. Ganz sicher und klar hat er das gesagt. Das ist genelde Europa misafirlerin üzerinde çalışıyorsunuz. Evet. Doğru mu? Genau. Yani milletler var ama tercihen genelde bu tarafları tercih eden tabii hangi ki misafirse Avrupalı misafir daha çok tercih ediyor tarafları. Tamam. Tamam. Also das Hotel hat sich auch spezialisiert auch auf europäische Gäste. Natürlich kommen auch manchmal andere, aber zu 99% es ist spezialisiert auf europäische Standard, auf europäische Gäste einzugehen. Gibt es noch am Strand den Zeltbazar? Wie ist das Wetter derzeit? Das Wetter ist sehr schön. Es ist 22 Grad etwa. Es ist 22 Grad, aber es ist sehr, sehr heiß, kam mir das vor. Sehr, sehr heiß sogar, weil das erst war es kälter und jetzt auf einmal kommt die Sonne raus und dann ist es wirklich sehr warm. Heute habe ich mein T-Shirt ausgezogen, vielleicht habt ihr beim Live-Video davor gesehen, nur mit Athlet saß ich da. Stimmt es, dass es auch Zimmer ohne Balkon gibt? Das weiß ich nicht, ich frage mal. Balkon ist oder war mein? Balkon ist oder? Çok az sayıda var. 5-6 tane falan. 5-6 tane. Etwa 5-6 Zimmer gibt es ohne Balkon. Von 200 und noch was Zimmern bis 5-6 Stück, die auch keinen Balkon haben. Aber das ist dann auch ein anderer Preis. Onlarda o fiyatlar farklı oluyor herhalde. Ona göre. Das sind Zimmer, die auch ein bisschen günstiger hergegeben werden. Wow. Bu ne? Bu böyle mi veriliyor? Die Kinder haben sich jetzt gerade eine Dings gemacht, also das ist natürlich inklusive mit dem Preis, zeig euch mal. Guck mal, wie das serviert wurde. Wow. Guckt euch das mal an. Zum Glück haben die Kinder schon Abend gegessen. Richtig schön, ja. Halbe den Harika. Das sieht sowas von lecker aus, wie ein Funkick, ne? Traumhaft schön lecker. Super, mein Tee ist auch hier. Size özel değil. Herkese bu şekilde sunuyor. Herkese böyle masaya geliyor. Tabii. Freund, das war nicht für uns speziell so gemacht. Das ist also jeder Gast, der dann was bestellt, die Sparisch verdiğinde böyle mi geliyor? Evet. Bei eine Also bei wenn man was zu trinken bestellt, dann kommt das so. Ja? Das ist dann für jeden Gast so. Dass man dann was zu naschen hat. Also nochmal, das Hotel gibt sich sehr, sehr viel Mühe, extrem viel Mühe. Ein sehr, 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 sehr gepflegtes Hotel. Und wie gesagt, Freunde, ich war in sehr vielen Hotels. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ihr hierher kommt, dass ihr dann sagt, oh, das hat mir nicht gefallen, dies hat mir nicht gefallen oder so. Ich bin mir sicher, dass wenn ihr hier seid, herzlich empfangen wird von den Menschen, vom Personal hier, was wirklich super, super nett und freundlich ist. Man sieht das schon an der Ausstrahlung, an der Mühe, wie sie die Gäste auch behandeln und auch an der Qualität, was sie anbieten. Mein Tee ist hier gewesen mit so einem Keks noch dabei. Und dann ein richtig tolles Teeglas. Richtig schön, so, also gehüpft, also anderes Glas als sonst, ne? Toll, schönen Abend, lasst es euch schmecken. Dankeschön, Heike. Danke. In Kumke ist das. Und der Tee schmeckt auch. Oh, lecker. Wir werden so machen. Wir werden jetzt gleich weiterfahren mit dem Auto. Ich habe ja 10 Münzen gefunden von den Römern noch. Die werden wir dann abgeben jetzt gleich. Ich zeige euch die auch im Video. Das sind römerische Münzen. Echte. Die müssen wir dann halt bei der zuständigen Polizei abgeben auch. Ich darf es halt nicht zu Hause behalten. Und ich finde auch wichtig, dass man solche Sachen, wenn man die findet, auch abgibt, weil das halt eine Geschichte ist, die man sonst vielleicht nicht das Wissen weiterleiten kann. Vielleicht werden sie durch die Münzen erfahren, dass auch andere Zeiten außer die Römer hier gelebt haben. Vielleicht sind das ganz besondere, weiß ich nicht, das werden wir sehen. Wie gesagt, das Hotel hat 24 Stunden. Alle Cocktails, alle Getränke gibt es hier inklusive 24 Stunden, auch schon mal eine Top-Sache. Es läuft gerade eine Musik im Hintergrund,
sehr beruhigend und sehr schön, dass man sich ordentlich unterhalten kann, aber nicht langweilig wird. Auch super ausgesucht. Ich möchte jetzt von den Herrn nicht so viel Zeit nehmen, der wartet auch noch. Ich möchte mich auch herzlich an ihn bedanken. Ich möchte mich auch sehr an ihn bedanken, dass er sich immer wieder Zeit nimmt und uns auch erlaubt, hier im Hotel filmen zu dürfen, das Hotel zu zeigen. Und was ich was sehr Besonderes fand, ist, dass wir das Hotel schon zeigen durften, wo das in Bauarbeiten war. Ein Hotel da Açılmadan o zaman bile gösterebilirdik. Yani bu benim çok önemli ve değerli bir şeydi. Onun için çok teşekkür etmek istiyorum. Dafür möchte ich mich auch sehr, sehr bedanken, dass wir gemeinsam bestimmt 4-5 Monate das Hotel angeschaut haben. Und heute sitzen wir hier. Bugün burada oturuyoruz. Hotel açıldı. Ve yani misafir bile burada yani çok güzel bir şey yani. Hayal ettiğinden daha mı iyiydi, daha mı kötü geldi? Daha iyi. Gerçekten daha iyi. Beğendin mi oteli, doğru söyle. Gerçekten çok güzel. Çok otel geziyorum. Sizin hizmetler bile yani şu... Belli ya. Ki yani gerçekten çok farklı bir şey yapmak istiyorsunuz yani. Evet. Yani standartlara doğru. Also mir ist klar geworden hier im Hotel, dass das Hotel nicht mit den Standard laufen möchte, sondern wirklich sich abheben möchte durch die kleinen Feinigkeiten, die sie noch extra anbietet. Das ist das Stella Elite Hotel. So, ich trinke jetzt meinen Tee. Bis zum Jahrschweißkiller Jess. Antik para buldum ben. 10-15 tane. Rom parası. Aynen. Onları teslim edin müzeye. Müzeye teslim etmem tabii. Gerekiyor öyle şeyleri. Ich habe ihm gerade gesagt, ich habe Römermünze gefunden, 10-15 Stück. Er schaut mich an, dass ich das im Live-Video sage. Er sagt, okay, du musst aber abgeben, ne? Ja, da muss man den Türkei abgeben, die Römermünzen. Und die geben wir jetzt auch live ab. Wir werden jetzt gemeinsam losfahren. Şimdi yanlayanda bırakacağım o Rom paralarını. Gerçekten von Rom. Tabii müzeye var, onlar değerli aynen. Şeyler. Bayağı herkesin buldum, mi? Hep verdim zaten. Evet. Şimdi bunları da vereceğim. So. Okay, Nasya. Finish. Die machen Picknick da schön. Die, noch halbe Stunde brauchen die etwas. Sind schön am Essen da, am Trinken. Чуть-чуть быстро, wir sind just. Давай, пожалуйста, wir sind just go. Habt ihr noch eine Frage, Freunde? Sonst fahren wir jetzt gleich los und zeige euch die Münzen. Was für eine Frage hast du gestellt? Ich habe die Frage nicht gelesen. Gibt es Hammam und ein Halmbad? Ah. Hammam war? Evet. Yüzmehaus war, man? Evet, war. İç Haus. Tabii ki var. Es gibt ein Hammam und auch ein Innenpool gibt es hier auch. Nur das haben wir heute nicht gezeigt. Warum? Weil meine Internetverbindung ist von Turkcell. Das ging nicht. Aber wenn ihr mit Hotel verbindet, geht das. Da habt ihr überall Internet. Her yerde Internet çekiyor. Sadece benimki özel olduğu için. Sanki asansörlerde falan çekmiyor ama bütün otelimizde internet ücretsiz bir şekilde veriliyor. Gibt es dort Rutschen? Nein, Rutschen gibt es nicht, weil das ein Konzept ist plus 16. Kaydırak yok değil mi? Kaydırak yok, çocuk olmadığı için kaydırak yok. Evet. Ich habe über schon Island gebucht. Aldık bile diyor. Sipariş ettiler. Senin videolardan beni burada görüyorlar. Muhammed'in videolarında gördük diyorlar. Der Herr sagt auch, dass die Gäste von Freunde Sonne, die hier eingebucht haben, ihn auch erkennen durch die Videos, die wir regelmäßig hier gemacht hatten. Schön zu hören. Güzel oluyor böyle şey diyorlar. Sağ olun. Okay, finish. Jetzt fahren wir langsam los. Okay, sind also Teenager willkommen. Teenager über 16 ist okay. Nein. Und alte Üste? Ja. Ja, über 16 ist kein Problem, kann man kommen. Şey, genelde hotellerde ödemeli oluyor ya, kasalar. Safe ücretsiz. Also, es gibt manche Hotels, da ist das Safe, kostet Geld, aber hier in diesem Hotel ist auch der Safe, also der, die, Safe heißt es, ne, auf Deutsch auch, der Safe, das Metallding, wo man das Geld reintut, ist kostenlos, mit dem Preis natürlich dabei. Çok güzel, böyle çok gereksiz ekstra ücretleri çıkartmamış. Aynen, ultra her şey dahil. Şöyle. Yani gelen parasını, ücretini ödeyip her şeyden super. İyi bir şekilde faydalanabilir. Also ultra da, ultra inklusif. Ultra her şey dahil. Ultra inklusif, was heißt.
dass man nicht überall noch extra Kosten hat. Ja, das ist hier nicht so. Natürlich, Massagen. Natürlich, die Massagen kosten extra. Das ist normal natürlich. Aber sonst, das Hammam ist mit dem Preis. Hammam kann man besuchen, Sauna kann man besuchen, das Freibad, das alles mit dem Preis natürlich. Nur wer dann halt eine Massage möchte und sich massieren lassen möchte, Peeling, Schaummassage, Peeling, der musste dann natürlich extra zahlen, was auch normal ist, was ich auch nur so kenne. Super. Wir bedanken uns nochmal herzlich. Wie war Ihr Name nochmal? Ahmed. Der nette Herr Ahmed hat uns wieder begleitet, uns das Hotel gezeigt. Und wenn ihr hier seid, könnt ihr euch an ihn wenden, auch hilft euch so gut er kann weiter. Wir bütün Takipçilerini bekliyoruz otelimizi ziyarete. Er wartet auf alle Freunde der Sonne, dass auch ihr das Hotel besucht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Zahlen. So, let's go. Hoppa, jetzt geht's los. Igunlet Ahmed B. Ciao, ciao. Dankeschön. Das war das Stella Elite Hotel. Richtig schön. Hat dir gefallen? Auch Essen. Auch Essen war auch lecker, sagt sie. Papa, diese... Doch, sehr schön ist auf jeden Fall. Ich hab gedacht, dass sie sich schon Mühe geben werden, aber dass das so bis aufs kleinste Detail so bis aufs kleinste Detail geachtet wurde, finde ich echt schön. Ganz, ganz liebe Management. Super Mitarbeiter, super Personal. Igunler. Ciao, ciao. Yakşamlar. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Super schön, ja. Und Husna? War lecker? Ja. War lecker, Emine? Güzel miydi? Wie lecker? So lustig, ja. Sie ist auch vom Museum, oder? Ja, jetzt müssen wir die Münzen abgeben, Freunde. Münzen, Antikmünzen müssen wir jetzt abgeben. Hier ist die Lage. Ja, ja, wir holen das jetzt ab. Wir fahren jetzt zu Gianna Maria und geben die Münzen ab. Hier ist jetzt das Hotel von außen. Ja. Also ich bin wirklich positiv, sehr positiv überrascht. Ich dachte, dass das Hotel gut ist, aber dass wirklich so fein auf so vieles geachtet wurde. Super. Also ich empfehle es weiter, Freunde. Könnt auch gerne die ersten, wie heißt das? Die ersten Beurteilungen vom Hotel gucken. Weil Holiday Shop später, wenn es geöffnet ist, natürlich die ersten Beurteilungen, da kann immer sein, dass ein, zwei Sachen fehlen, bis wenn ein Hotel neu aufmacht, kann immer Kleinigkeit kann passieren, ne, wisst ihr, wenn man Nagel neu aufmacht. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie alles die Freude am Urlaub nehmen wird. Aber ich bin sehr, sehr stark davon überzeugt. Machst du hier zu, Emina? Ja. Papa, hast du den abgefahren? Wo ist der jetzt? Hier. Ah, okay. Ich bin sehr, sehr davon überzeugt, dass es auf jeden Fall eine... anschnallen, alle anschnallen. Warte, wer hilft dir? Okay, jetzt zumachen. Okay, anschnallen. Also ich bin sehr über... Oh nein, Bluetooth, warum geht jetzt wieder Bluetooth an? Okay. Jetzt ist es nochmal zum dritten Mal. Also ich bin sehr, sehr überzeugt, dass ihr sehr, sehr zufrieden seid. Das Hotel hat mich überzeugt, auf jeden Fall. Ja, mein Schatz? Warte, einen Moment. Super. Nastja, nimmst du die Kamera wieder? Ich muss Auto fahren. Super. Und dann noch eine Sache, wenn ihr irgendwelche Probleme haben solltet in der Türkei, Freunde, was wirklich selten der Fall ist, ihr müsst eins wissen, die türkische Gianna Maria kam zu mir, also Kaksa, zu da. Die türkische Gianna Maria ist immer
auf eurer Seite und wird euch immer so gut unterstützen wie möglich, ja? Falls euch irgendwo Unrecht zugetan wird hier in unserer Region, ihr müsst nur einmal zu Gianna Marie gehen und sie wird alles in der Macht Stehende tun, um direkt euch zu unterstützen. Da braucht ihr keine Sorge haben, dass irgendwie ihr keine Unterstützung bekommt oder des Weiteren. Ich zeige euch heute auch, welche Gianna Marie für den Umkreis Kumköy diese Ecke zuständig ist. Ja, das werde ich euch zeigen, weil jeder Bezirk hat einen anderen Platz und das ist der Platz, wo ihr hin müsst, wenn ihr hier in Kumköy mal was passieren sollte, was wirklich halt so gut wie nie passiert. Ja, ich habe noch nie sowas, also selten mitgekriegt. So, ich hole jetzt die römischen Münzen ab. Мы не выходим. Я хочу телефон. Мы домой? Я не знаю. Куда? В музей? Да. Я расстроилась, да он чуть не умер. Я больше не буду их брать. О-о. Achtung. So, Freunde, hier ist unser Goldschatz. Schaut euch das an. Warte. Machst du auf, Emina? Achso, sie macht Musik an. Hier sind die Münzen drin, die echten römerischen Münzen, die wir im Meer gefunden haben. Ja. Hier gibt's ganz, ganz viele. Die geben wir jetzt zu Gianna... Na, ist jetzt Schütze da? Die geben wir jetzt bei der Gianna Marie ab. Da ist eine Frau drauf. Ja, hier ist eine Frau. Und da, wie gesagt, ganz, ganz viele römerische Münzen. Ja, an, echte antike Münzen. Und wenn man sowas findet, sollte man das auf jeden Fall abgeben im Museum oder bei der Polizei. Weil das halt wirklich sehr wichtig ist für die Archäologen, um halt mehr über die Antike rauszufinden. Zack. Okay. Mikrofone nicht, ja? Ist der Ton nicht da? Hört man uns, Freunde? Man hört uns, oder? So, jetzt fahren wir los durch Kumköy. Pachnet da? Hamster? Hamster? Der Hamster. Ja, super schön, super. Jetzt fahren wir das abgeben. Ton ist da, super, Helga, danke schön. Danke, Wolfgang Zollner, hallo. So, ich denke, du musst jetzt in ein, zwei Wochen auch langsam die Geschäfte hier aufgemacht werden am Abend. Tagsüber sind sie geöffnet, aber dann auch am Abend. Weil es werden jetzt immer mehr Urlauber langsam. Alle Geschäfte zu, ja, jetzt gerade sieht es echt alles ein bisschen zu am Abend. Also vereinzelt sind Geschäfte offen, zum Beispiel das La Perla ist geöffnet hier oben, das Restaurant. Hier vorne, so Geschäfte sind geöffnet, Handtaschen, Schuhe. Doch, heute schon mehr als gestern. Langsam wird's was. Jetzt zeige ich euch die Kumköy, Gianna Marie, falls ihr Probleme haben solltet, irgendwas ist. Ihr könnt euch dort gerne hinwenden. Ja, wenn irgendwie ihr euch betrogen fühlt oder irgendwas ist, einfach dorthin gehen, Freunde, und Bescheid geben, auch wenn ich selten solche Schwierigkeiten höre. Trotzdem, dass ihr eine Adresse habt, wisst, wo ihr hingehen könnt, wo euch geholfen wird. Jetzt müssen wir warten, hier unten geht es zum Oleander Hotel runter, zum Oleander und Terrasse. Oleander und Terrasshotel. Aber die roten Ampeln sind heute aber lang rot hier. Hier ist das Villa Cid Residenz. Und da fahren gerade die Personal, die Schicht, die ihre Arbeitsdienst vorbei haben. Jetzt fahren sie nach Hause.
wir fahren jetzt Richtung Side. Also an Kumköy durch jetzt. Also Richtung Side heißt jetzt, ist nur die Richtung. Und Ende Kumköy, zwischen Kumköy und Side ist dann dieser Gendarmerieplatz, wo wir dann die gefundenen antiken Römermünzen abgeben werden. Die werden sich bestimmt wundern. Auch wenn der Chef von der von den Soldaten, der Chef, der weiß das schon, dass ich welche gefunden habe. Weil der ist jetzt gerade nicht da, glaube ich. Hier haben wir vom Wassersport, von Smile Wassersport. Da hat der Ort da drin. Kennt ihr am Strand bei Kumköy Beach das Smile Wassersport? Das ist der Wassersportchef. Hast sie das schon offen? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Hier ist das Fee Beach Hotel. Jetzt gehen wir mal Gas. So. Ich freue mich schon mega auf die Saison, Freunde. Auto, Gendarmerie. Okay. Und dann lassen wir Jasmin verhaften, weil Jasmin die Römermünzen gefunden hat. Okay, Jasmin? Ja, Emina. Emina? Nein, Emina. Sind wir gleich da, Freunde? Ist nicht mehr weit? Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt mit Kamera da ganz reinlaufen werden kann. Ich werde von außen die Kamera halten. Den. Hier sind die Straßenlaternen aus. Warum auch immer. Oder noch aus. Hier ist das Side. Ist da elegant? Es freut mich sowas von zu hören, wenn ich lese, Freunde. Wir kommen auch dieses Jahr in die Türkei. Und also das ist wirklich schön, dass ihr auch trotz manchen blöden Berichten, die wir lesen, trotzdem euch entscheidet, in die Türkei zu kommen. Es wird auch im Internet so viel Quatsch geschrieben, das gibt's gar nicht. Türkei dies, Türkei das, Gefahr, es kommt ein Tsunami jetzt hierher und was weiß ich nicht, was alles. Und dann schätze ich das sehr, wenn es viele gibt, die trotzdem sagen, wir kommen in die Türkei. Ist echt schön. Nicht mehr lange, sagte er. Wann fängt die Saison an? Ja, ich sag so, die Saison jetzt, also die fängt eigentlich für jeden anders an. Die Saison ist sowas, für den Wassersport erst in 2,5 Monaten bis 3 Monaten und richtig erst in 3-4 Monaten fürs Wassersport-Saison. Also wo die dann das größte Geld verdienen und das Business halt läuft, sag ich mal. Aber dann gibt es zum Beispiel andere Wirtschaftszweige, also mein Freund, die haben dann halt schon in 2 Monaten Saison. Dann gibt es das Hammam-Saison, das ist dann, oder das Optik-Saison, das fängt schon noch früher an, weil es dann halt auch ältere Gäste sind, die dann benötigen. Aber allgemein, die Saison, wo es dann mit schönem Wetter und alles losgeht, so kann man jetzt schon, also Tag für Tag geht es immer mehr los, sag ich. Beginnt jetzt schon langsam. Freunde, guck mal, hier ist das Nerton Hotel. Und direkt unten beim Nerton Hotel ist die zuständige Gendarmerie. Und hier ist ein Alma Hotel, Alma Restaurant. Das ist das einer der, also soll ein ganz, ganz besonderes und nobles Restaurant sein, Freunde. Ja, das Alma. Das, da kommen von Istanbul, von Ankara, also wirklich VIPs essen. Das ist so eine weltberühmte Marke, soll das sein. Das schauen wir uns mal an. Schaut mal, wenn ihr zu Gendarmerie möchtet, weil ihr in Kumköy irgendwelche Schwierigkeiten habt, irgendwas ist, jemanden verloren oder was auch immer. Zum Nerton Hotel. Ja, Nerton Hotel. Das ist das Nerton Hotel. Und dann fährt ihr weiter und hier ist die Gendarmerie. Die haben hier so Dings davor. Schutz.
dass man halt nicht mit Panzern so hier einmarschieren kann oder irgendwas halt zum Notfall, ne? Hier ist jetzt halt das Wachgebiet der Gendarmerie. Hier parke ich jetzt und werde hier die antiken Münzen abgeben bei der Gendarmerie. So. Papa, komm ich mit? Ja, du kommst mit, mein Schatz. Yes. Willst du mit? Komm ich nicht mit. Nein, du bist ja am Spielen, mein Schatz. Komm, lass ja. Papa, ich kann nicht raus. Okay. Komm, Jasmin. Ja, Jasmin. So. Komm. Jetzt kommt der Polizist gerade. Hier ist also sehr starke Überwachung, ehrlich gesagt, also so streng. Jetzt erzähle ich dir so. Merhaba, komutan. Antik para buldum. Onlar kesin efekt. Kamerayı kapatalım. Emina. Emin. Şimdi geliyorum. Nasıl aslında bölgelerini? Wenn wir kapatieren. So, Freunde, wir geben das jetzt ab. Wir sehen uns später wieder nach dem Video. Alles Gute. Ciao, ciao. Bye, bye.